Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Das heutige Video ist ein bisschen anders als sonst. Und zwar gibt es eigentlich recht viele Fälle, die ich super interessant finde, aber zu denen es nicht so viele Informationen gibt. Deswegen habe ich mich heute mal dafür entschieden, zwei Fälle in ein Video zu packen. Wenn ich davon jeweils Einzelvideos gemacht hätte, würdet ihr euch mit Sicherheit in Anführungsstrichen darüber beschweren, dass das Video so kurz ist. Von daher denke ich, dass diese Variante auch nicht schlecht ist. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet und wie es euch gefallen hat. In dem ersten Video geht es um einen definitiv ungelösten Fall. Und im zweiten Fall geht es darum, dass der Fall offiziell geklärt ist. Aber es gibt einige Leute, die sagen, sie glauben dieser Version nicht so ganz. Aber okay, fangen wir mal an. Der erste Fall. Da geht es wieder um einen Cold Case. Und zwar um einen vermissten Fall. Kerstin Lee Langley verschwand in den Sommermonaten 2007. Dies war ein Filmfall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 18. Dezember 2013 und ist, wie schon gesagt, immer noch ungelöst. Die 39-jährige Kerstin Lee Langley lebte in Sulzbach-Rosenberg. Sie ist gelernte Textilreinigerin und war zum Zeitpunkt des Verschwindens ein Jahr ohne Arbeit. Sie war bereits zweimal verheiratet und hat aus der ersten Ehe einen Sohn. Die zweite Ehe hatte sie mit einem Amerikaner. Diese war aber bereits nach anderthalb Jahren schon wieder beendet. Sie wuchs mit vier Geschwistern in der damaligen DDR auf. Eine besonders innige Beziehung hatte sie zu einem ihrer jüngeren Brüder. Die beiden hat eine schlimme und traumatische Kindheit verbunden. Was aber genau passiert ist damals in ihrer Kindheit, darauf wird weder in der Sendung Aktenzeichen XY eingegangen, noch war etwas dazu online zu finden. Das Verhältnis zu ihrem Sohn war für Kerstin wohl nicht immer einfach, da er wohl auch des Öfteren in Schwierigkeiten steckte. Der damals 17-Jährige lebte im Sommer 2007 bei seiner Freundin. Im Frühjahr 2007 zieht Kerstin zu ihrem neuen Freund nach Regensburg. In der Sendung Aktenzeichen XY wird es so dargestellt, dass ihr jüngerer Bruder darüber nicht erfreut ist, da er der Meinung ist, dass sie ihren neuen Freund oder Bekannten noch gar nicht richtig kennt. Als sie dann nach Regensburg gezogen ist, bricht Kerstin viele Kontakte ab. Nur mit ihrem jüngeren Bruder und ihrem Sohn steht sie weiterhin in Kontakt. Mit ihrem Bruder trifft sie sich dann regelmäßig am Regensburger Bahnhof. Das letzte Mal dann 3 Monate nach ihrem Umzug. Bei diesem Treffen erzählt sie ihrem Bruder dann auch, dass die Beziehung gescheitert ist und sie ausziehen möchte. Ihr Bruder will ihr helfen, den Umzug zu organisieren. Unter anderem will er ihre Sachen dann aus Regensburg abholen lassen. Aber schon ein paar Tage, nachdem das Ganze geplant ist, beziehungsweise nachdem die beiden sich am Bahnhof getroffen haben, kann er Kerstin nicht mehr erreichen. Bei Anrufen erreicht er nur die Mailbox. Und auf seine SMS bekommt er keine Antwort. Nachdem er sie dann insgesamt 3 Wochen lang nicht erreichen konnte, geht er zusammen mit ihrem Sohn zur Polizei. Die Polizei bricht die Suche nach ihr aber sehr schnell ab, da es keine Hinweise wegen eines Verbrechens gibt. In der Sendung wird so dargestellt, dass die Polizei auch an der Wohnungstür geklingelt hat, wo sie bei dem Freund gewohnt hat und eine Nachbarin dann sagt, nein, die würde dort nicht mehr wohnen, die wäre mittlerweile ausgezogen. Also sieht es dann tatsächlich so aus, als wenn sie tatsächlich freiwillig ausgezogen ist für die Polizei.
Ein weiterer Grund, warum die Polizei die Suche dann sehr schnell abbricht, ist, dass ihr Sohn eine SMS von ihrem Handy erhält. Die SMS hat dann folgenden Text laut Aktenzeichen XY: Hi mein Baby, ich habe einen neuen Engel gefunden. Das Leben muss weitergehen. Ihr jüngerer Bruder ist dann aber sofort davon überzeugt, dass die SMS nicht von ihr geschrieben wurde. Bis zum Februar 2012 gibt es dann keine Spur von Kerstin. Im Februar 2012 meldet sich nämlich ein 44-jähriger Mann bei der Polizei, dem eine Bekannte erzählt habe, dass ihr Ex-Mann zwei Frauen getötet habe. Und eine davon soll Kerstin Lengle gewesen sein. Die Anschuldigungen der Frau bewahrheiten sich aber nicht. Denn eine der beiden Frauen kann lebendig angetroffen werden. Angeblich soll Kerstin in der Märchenwiese in Neumarkt in der Oberpfalz liegen. Aber es ist nichts von ihr zu finden. Auch nicht die kleinste Spur. Die Polizei ermittelt aber weiter und stellt fest, dass es sich bei dem Mann um die Person handelt, bei dem Kerstin zuletzt in Regensburg in der Nothaftstraße gelebt hat. Der Mann gibt dann an, dass man sich getrennt hat, weil Kerstin zu viel getrunken habe und es deswegen immer wieder Streit gab. Weiterhin gibt er an, dass dann ein Mann mit einem fetten Schlitten aufgetaucht wäre und hätte Kerstin abgeholt. Bei diesem Mann soll es sich dann um einen Ex-Freund von ihr gehandelt haben. Näher beschreiben konnte er den Mann aber nicht, da er ihn nur von hinten gesehen habe. Er war sich aber sicher, dass das Fahrzeug ein Deggendorfer Kennzeichen hatte. Die Polizei geht davon aus, dass Kerstin nicht mehr lebt. Neben diesen ganzen polizeilichen Maßnahmen versuchten die Beamten auch die genauen Lebensumstände von Kerstin zu recherchieren. Dies führte dann auch zu zielgerichteten Nachforschungen bei der Einwanderungsbehörde der USA und beim Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland in den USA. Auch das Konsulat in Houston, Texas wurde kontaktiert, nachdem nicht auszuschließen war, dass sich Kerstin, die einmal mit einem US-Staatsbürger verheiratet war, in die USA abgesetzt haben könnte. Dies deckte sich nämlich auch mit der Aussage der Schwester der Verschwundenen, denn Kerstin hatte einmal zu ihr gesagt, dass sie zurück in die USA gehen wolle. Diese Äußerung war aber schon einige Zeit her, also auch vor dem Zeitpunkt ihres Verschwindens. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts wurde am 16. August 2012 wegen mangelnder Beweislage eingestellt. Mehr Informationen gibt es nicht zu dem Fall. Auch nach der Ausstrahlung bei Aktenzeichen Y hat es nur 3 Anrufe zu dem Fall gegeben, aber ohne neue Erkenntnisse. Ich denke mal, den meisten von euch ist dieser Fall unbekannt. Ich selber konnte mich auch kaum daran erinnern, habe aber noch mal kurz durchgelesen, worum es da ging, und mir dann den Fall noch mal angeschaut und dachte, dass der auf jeden Fall interessant für euch sein könnte. Was denkt ihr, was dort passiert ist? Schreibt es mir ruhig in die Kommentare, dann können wir darüber diskutieren, wie immer. So, das war es mit dem ersten Fall. Jetzt kommt gleich der zweite Fall. Also, wie angekündigt, ist da nicht wirklich so klar, ob dieser Fall jetzt gelöst ist oder nicht. Also, ich bin da auch im Zwiespalt, weil beide Varianten, die ich euch jetzt eben vorstellen werde, auf jeden Fall logisch klingen. Vielleicht kommt der eine oder andere hier aus Berlin, weiß ein bisschen mehr über den Fall und kann das dann einmal bitte in die Kommentare schreiben. Okay, dann legen wir auch in diesem Fall los mit der Geschichte zu diesem Fall. Der Fall hat sich zugetragen am 9. Februar 2010 und wurde in der Sendung Aktenzeichen XY am 6.10.2010
gezeigt. Der 23-jährige Ronny G. meldete am 9. Februar 2010 einen Einbruch in seiner Wohnung in der Erich-Kästner-Straße 53 in Berlin-Hellersdorf. Als die Polizei gerade auf dem Weg zum Tatort war, erhielt die Streife eine Information, dass sie bitte nicht direkt zu dem Einbruch fahren soll, sondern in die Peter-Edel-Straße. Denn dort würde eine tote Person auf der Straße liegen. Dies wäre auch gleich um die Ecke. Die auf der Straße gefundene Person hatte massive Kopfverletzungen und es sah so aus, als wenn diese vom Balkon gestürzt wäre. Nur war nicht klar, um welchen Balkon es sich denn handeln könnte. Da die Polizei sich im Haus umschauen möchte, wird denen mitgeteilt, dass sich der Eingang des Hauses an der Erich-Kästner-Straße befindet und es sich auch dort um die Hausnummer 53 handelt. Dann entschließt sich die Polizei, in das Haus zu gehen und auch gleich dem Einbruchsopfer Ronny G. mitzuteilen, dass es noch etwas dauert, bis man bei ihm ist und seine Einbruchsangelegenheit untersucht. Als sie an der Wohnung von Ronny klingeln, öffnet niemand. Da die Tür aufgebrochen ist und sich leicht öffnen lässt, betreten sie dann die Wohnung. Sie können sofort sehen, dass in der Wohnung eingebrochen wurde. Als sie auf den Balkon treten und runterschauen, schauen sie direkt auf die tote Person. Es wird dann festgestellt, dass es sich bei dieser Person um Ronny G. handelt, der gerade den Einbruch gemeldet hatte. Aufgrund des gemeldeten Einbruchs war es der Polizei dann sofort klar, dass es sich wohl nicht um einen Unfall handeln wird. Ronny wollte eigentlich zur Bundeswehr, aber aufgrund eines Unfalls war dies nicht möglich. Er war seit längerer Zeit arbeitslos und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Er wurde von seinen Eltern auch finanziell unterstützt. Seine Wohnung teilte er aus Kostengründen mit einem anderen jungen Mann. Dieser war erst vor wenigen Monaten eingezogen. Ronny spielte oft Videospiele und war auch im Internet unterwegs. Ebenso war er Mitglied einer Community, über die er viel mit seinen Freunden kommunizierte. Von der Polizei wurden alle Aktivitäten seinerseits in der Community, dabei dürfte es sich vermutlich um Jeppy handeln, überprüft. Am 8. Februar um 21.26 Uhr hatte er zwei Texte veröffentlicht, die eventuell etwas mit der Tat zu tun haben können. Die beiden Texte lauteten wie folgt: Morgen wird endlich besser. Date mit einer alten Freundin und 700 Euro für 5 Tage Arbeit. Wie geil ist das denn? Dies war der erste Text. Es konnte nicht ermittelt werden, mit wem er sich treffen wollte und für welche Arbeit er 700 Euro bekommen sollte. Um 22.50 Uhr hinterließ er dann den zweiten Eintrag in der Community. Dieser lautete wie folgt: Sergej, du kannst mir drohen, wie du willst. Ich treffe mich mit deiner Schwester. Keiner aus deiner Familie will mehr was mit dir zu tun haben. Du hast nicht das Recht und die Gewalt, über ihr Leben zu bestimmen. Im Bekanntenkreis von Ronny konnte keiner was mit dem Namen Sergej anfangen. Und auch mit der Schwester, über die er schreibt, konnte niemand etwas anfangen. Die Polizei ging aufgrund dieses Eintrags davon aus, dass Ronny eine Frau vor einem Sergej, falls ich das falsch ausgesprochen haben sollte, Entschuldigung, beschützen wollte. Am nächsten Tag gegen 16.30 Uhr, also das war dann bereits der 9. Februar, seinem letzten Tag,
erzählte er seinem Mitbewohner, dass er sich mit einer alten Bekannten treffen möchte. Und danach müsste er um 8 Uhr, also 20 Uhr abends, wieder zurück sein, da Paul dann kommt und ihm die 700 Euro bringt. Gegen 19 Uhr wird Ronny dann tatsächlich mit einer Frau in einer Kneipe in Hellersdorf gesehen. Es konnte nicht ermittelt werden, wer diese Frau war. Sie wurde sogar mit einem Phantombild gesucht. Die Polizei geht dann davon aus, dass in diesem Zeitpunkt, als er sich in der Kneipe befand, in Ronnys Wohnung eingebrochen wurde. Es war nicht bekannt, wann genau Ronny die Kneipe verlassen hat. Um 19.50 Uhr aber dürfte er bei der Wohnung eingetroffen sein. Man ging davon aus, dass sich die Einbrecher noch in der Wohnung befanden und es zu einer heftigen Auseinandersetzung kam. Ebenso ging man davon aus, dass Ronny bewusstlos war, als er vom Balkon geworfen wurde. So, das war jetzt erst einmal der Fall und die damalige Darstellung bei Aktenzeichen XY bzw. die Darstellung, die man auch in den Printmedien bzw. in den Zeitungen online lesen konnte. So, jetzt kommt's. Die Ermittlungen zu dem Fall wurden später eingestellt, und zwar mit folgender Begründung. Das LKA Berlin vermutet, dass Ronny den Einbruch und seinen anschließenden Tod nur vorgetäuscht hat, um vor seinem sozialen Umfeld nicht als Verlierer dazustehen. Im Laufe der Ermittlungen konnten sich keine Hinweise bzw. Beweise auf Fremdverschulden finden lassen. Es gab zum Beispiel keine DNA-Spuren oder irgendwelche Videoaufzeichnungen des oder der Täter. Ebenso hat niemand etwas gesehen oder Schreie wahrgenommen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ein Mehrfamilienhaus ist und das war es und dort eingebrochen wird und die Person, die in der Wohnung lebt, kommt zurück. Es kommt zu einem Kampf. Es kommt zu einem heftigen Kampf. Dann wird es laut. Dann wird gebrüllt. Dann wird geschrien. Und wenn man dann auch noch auf den Balkon geschleppt wird und runtergeworfen wird, denke ich mir mal schon, dass es relativ laut wurde. Es sei denn, es handelt sich hier nicht nur um einen Einbruch gehandelt, sondern die Leute haben etwas gesucht, sind in die Wohnung gegangen, haben die Wohnung praktisch auf links gedreht, gesucht, nichts gefunden und auf Ronny gewartet. Wenn man ihn dann eventuell, direkt nachdem Ronny den Einbruch festgestellt hat und die Polizei informiert hat, überwältigt hat, dann hätte es eventuell ohne eine gewisse Lautstärke abgehen können. Also so ganz würde ich diese Geschichte nicht von der Hand weisen. Allerdings, dass keinerlei DNA-Spuren gefunden wurden, kann ich mir jetzt auch nicht feststellen. Also denke mir mal schon, dass es irgendwelche DNA-Spuren zumindest von dem Mitbewohner geben musste. Erscheint mir da jetzt so ein bisschen merkwürdig, aber okay, jetzt erzähle ich euch mal eben weiter, weswegen die Polizei das eingestellt hat, welche weitere Begründung sie da noch hat. Das LKA hat dann noch zunehmende Hinweise darauf gefunden, dass er unter Depressionen litt und dass der Grund sein könnte, wie oben schon gesagt, dass er dies nur inszeniert hat, um nicht posthum an den Pranger gestellt zu werden. Details über die Hinweise auf den Suizid teilte das LKA Berlin aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht mit. Dazu hat es dann auch einen Artikel in der Spandauer Zeitung aus dem Oktober 2011 gegeben. Dieser ist aber leider online nicht mehr abrufbar.
So, das waren die beiden Fälle, die ich heute euch einmal vorgestellt habe. Also nochmal die Frage, was haltet ihr von dem Format, wenn wir zwei etwas kürzere Fälle zusammenfassen in einem Video? Gefällt euch das oder dann lieber zwei kürzere Videos oder soll ich solche Fälle ganz rauslassen? Ich sage euch nochmal dazu, es gibt sehr, sehr viele Fälle, die sehr interessant sind, gelöste und auch ungelöste. Aber aufgrund eben des Alters der Fälle und dass diese nicht neu aufgerollt wurden bisher, gibt es halt da relativ wenig in den Medien drüber zu finden. Mich würde mal insbesondere zum zweiten Fall mal interessieren, was ihr darüber denkt. Hat er sich wirklich mit einer Frau in einer Kneipe getroffen? Diese Frau konnte ja nicht gefunden werden. Auch anhand eines Phantombildes konnte sie nicht gefunden werden und sie hat sich auch nicht gemeldet. Frage ist natürlich, warum hat sie sich nicht gemeldet? Hat das wirklich was mit diesem Sergej zu tun? Ist das vielleicht eine recht komplexe Geschichte? Dass er diese Frau oder dieses Mädchen vor diesem Sergej beschützen wollte? Dass aus diesem Bereich vielleicht der Einbruch kam? Und dass es vielleicht doch kein Selbstmord war? Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Und warum gibt es diese Story über diese 700 Euro und diesen Paul? Den kennt auch niemand. Und der wollte ja um 8 Uhr vorbeikommen und 700 Euro bringen, laut Ronnys Darstellung. Aber anscheinend scheint der auch nicht da gewesen zu sein. Dies deutet natürlich wieder auf die Variante des LKAs. Also das sind jetzt erstmal meine Spekulationen. Schreibt mal rein in die Kommentare, was ihr von beiden Fällen haltet, was ihr davon denkt. Ja, ich freue mich da schon mal drauf. Interessiert mich wie immer, was ihr darüber denkt. Gut, das soll es dann erstmal gewesen sein für heute. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört bzw. zugesehen habt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Video.